Ja, hallo Uhrenfreunde und herzlich willkommen zu einem Premiere-Video. In dieser Box habe ich die allererste Tools for Gents Uhr. Das erste Modell, die erste Uhr aus der ersten Reihe, auf die hoffentlich noch viele weitere folgen. Und ich habe mir gedacht, das Ding schauen wir uns jetzt mal nur kurz beim Unboxing zusammen an, und wir müssen natürlich dem Kind auch einen Namen geben. Darum habe ich mir gedacht, als allererste dieser Uhren habe ich hier noch so schöne neue Victorinox Griffschalen gefunden, und das ist ja auch eine Swiss Made Watch. Da habe ich gedacht, das passt doch wunderbar, und habe die gelabelt als First TFG Watch und als Anlehnung, ne, an die Urgroßmutter aller Menschen, die allererste Lucy mit dem Geburtsdatum. Die Griffschalen werde ich nachher in diese Box reinmachen. Und wer auch immer dann diese Uhr kauft und bekommt, wundert sich vielleicht, wieso diese Griffschalen mit diesen Schildern da drin sind. Und wer das Video gesehen hat, weiß, worum es geht. Der weiß nachher auf jeden Fall, dass er was ganz Besonderes hat, nämlich die allererste TFG-Watch. Und jetzt gucken wir mal hier schnell rein, wer hier... was hier wie Lucy aussieht, ne? Also die kommen in so einem Umkarton, und dann haben wir hier die Quarzuhren kommen in so einem kleinen, das ist der Deluxe Würfel. Das ist einfach so eine kleine Kunstlederbox. Wir wollten es da nicht übertreiben bei den Quarzuhren, natürlich auch preislich da noch ein bisschen attraktiv zu bleiben, aber wir haben eine schöne TFG Logo auf der Box. Ja, es ist die schwarze. Es wird sie in drei Farben geben. In schwarz, in so grau Anthrazit und in einem schönen Blau. Swissmade tragen diese Uhren zurecht. Alle Uhren der TFG-Serie werden Schweizer Uhrwerke haben und sind von Schweizer Uhrmacher in einer Schweizer Manufaktur für uns hergestellt worden. Kommt dann hier auf einem Kissen mit einem Schweizer Tag, mit wieder dem Label Swissmade. Und hier das Modell Sport ist ein 42 mm Modell im Edelstahlgehäuse mit einem sehr angenehmen und auch allergiefreien Silikonstrap mit sogar Quick Release Federstegen. Wir haben, Moment, ich drehe mal hier ein bisschen die Zeiger zur Seite. Wir haben es nicht übertrieben, wir wollten hier keine Wahnsinns Werbeuhr daraus machen, sondern wir werden hier nur mit unseren, mit den Schwertern, mit dem Logo arbeiten. Und die sind hier dezent auf dem Ziffernblatt angebracht. Die Krone wurde mit den Schwertern gelasert. Dazu aber alles noch mehr. Und auf der Edelstahlschließe und auf dem Boden den Schriftzug Tools for Gents. Aber dazu alles mehr dann im richtigen Vorstellungsvideo, wenn ich dann auch alle drei Farben habe. Dann werden wir uns die Uhren mal in Ruhe anschauen. Aber das ist sie dann. Aus der günstigeren Quarz-Serienreihe. Es wird auch Automatikuhren geben. Die dürften auch demnächst mal aufschlagen. Die werde ich natürlich dann auch vorstellen können. Aber hier haben wir mal sozusagen die Tools for Gents Einsteiger Watch. Eine schöne, sportliche, robuste Quarzuhr in einem schönen Taucheruhrendesign. Es ist keine Taucheruhr. Es ist eine schöne Everyday Carry Uhr. Und ja, das ist Lucy, das erste Modell. Kommt natürlich dann später auch noch mit der Garantiekarte und wird natürlich beim Kauf ausgefüllt, dass ihr dann hier auch, wenn irgendwas mal wäre, Garantie habt. Ja, toll. Lucy, ja, die erste Tools for Gents Uhr. Jetzt werde ich die wieder schön verpacken, die Griffschalen dazulegen, und ja, bin mal gespannt, wer mal diese Uhr erwirbt. Kann ja dann mal ein Foto schicken mit den Griffschalen, dann wissen wir, wo sie dann mal gelandet ist. Ich habe da noch drei Demo-Stücke, welche ich dann noch für die Videos und schönen Fotos euch zeigen kann. So, das war es jetzt hier erstmal ganz spontan. Die Premiere der ersten Tools for Gents Uhr. So, die Griffschalen machen wir hier rein, und dann freuen wir uns mal auf die nächsten Videos der Uhr. Das war nur ein kleines Preview. Also Freunde, seid gespannt, viel Spaß und allzeit gute Zeit.